gerade nochmal drüber überlegt, über den Schlusssatz der letzten Folge. Ja, und zwar, dass ich mir eine Frau hole. Und da ich ja sehr viele Marigolds kenne, wird sich bestimmt eine mir anschließen. Und dann machen wir uns eine kleine Armee aus Babys. Und ja. Dann vertreiben wir die anderen Ureinwohner hier. Gründen unser eigenes Ureinwohnerstamm, Volk, Dingens, Kirchen. Das ist der Plan, Leute. Das machen wir. Einen kleinen Jungen da, der ist egal. Den habe ich schon lange vergessen. Wer ist das überhaupt gewesen? Warte, hier war doch noch ein Baumstamm. Ah. Der Baumstamm wollte baden gehen. Er war dreckig. Stimmt's doch, Baumstamm? Ja, Baumstamm, wir können nicht reden. Ich wüsste auch gar nicht, wie so ein Baumstamm reden lassen würde. Eher so ein bisschen tiefere Stimme, weil Bäume ja doch kräftiger sind. Und die kleinen Baumstämme und kleinen Pflanzen würden dann voll die Piepstimme haben, so. Wahrscheinlich. Wenn es umgekehrt wäre, wäre es irgendwie seltsam. Boah, bin ich kräftig, Leute. Habt ihr das gesehen, wie kräftig ich bin? Ich habe diesen Baum einfach weggerammt. Ich bin wie ein Bulle. Oder so. Oder ein Löwe. Ich bin vom Sternzeichen Löwe. Wahrscheinlich bin ich dann eher ein Löwe, ne? Wieso kommt hier gerade diese Musik? Hallo? Ist hier jemand? Zeig dich. Marigold! Hey, willst du mit mir eine Familie gründen? Nein, ich tue dir nichts. Marigold Nummer 19 war viel doofer. Du bist Marigold Nummer 20 und 20 ist eine super Zahl. Glaub mir, Marigold, wir können eine Familie gründen. Nein! Wieso kletterst du weg? Warte, ich hol dich runter. Ich helfe dir, ich bin Feuerwehrmann. Mann, ich wollte dich retten, Mann. Okay, wenn du unsere Beziehung nicht willst, dann kann ich dir auch nicht helfen. Renn nur weg. Das ist ja das Einzige, was du kannst. Natürlich. Was auch sonst. Immer das Gleiche mit dir, Marigold. Jetzt wirfst du mich auch noch weg? Wie ein Müll? Bäh, was hast denn du für ein... Ne. Haben die den Arsch runter gemacht? Mal ehrlich. Jetzt bist du auch noch gewalttätig. So ist es jetzt. Also so weit sind wir schon gelandet. Ich fäll jetzt diesen Baum. Bleib halt stehen mal. Immer diese Frauen, ey. Ach, dann geh halt. Ich habe auch wichtigere Sachen zu tun. Entschuldige mal. Ich bin hier nicht der, ja, ich warte hier 10.000 Stunden, bis mich die wieder angreift, Mann. Hat sie sich jetzt ganz verpisst? Würde sagen, läuft bei ihr. Alter, wie lang war denn der Baumstamm? Und wo ist das Haus? Ah, da. Das wird ja gar nicht angezeigt. Krass. Wusste ich gar nicht, dass dieses Riesenhaus nicht angezeigt. Achso, nee. Baustellen werden ja gar nicht mehr angezeigt, glaube ich, oder? Irgendwie sowas. Oh, Marigold. Ich habe dir doch klar und deutlich gesagt, dass ich nichts mehr von dir will. Wieso verstehst du das nicht?
tut mir leid. Und die dramatische Musik endet. Happy End. Hoffentlich kommt die nicht nochmal. Beziehungsweise eine andere, die netter ist zu mir und mit mir eine Familie gründen will. Manu. Immer das Gleiche mit den Frauen. Nie wollen sie mich. Nee, Spaß. Jetzt dachte ich schon. I need some stones. Oder ich ernähre mich einfach. Da ist wieder eine Spinne drunter gewesen. Hallo Spinni. Okay, jetzt langsam sind sie eh schon nicht mehr schlimm. Wenn man sich dran gewöhnt wahrscheinlich. Wisst ihr, wieso ihr euch auch für so bestimmten Sachen ekelt? Weil eure Eltern euch immer gesagt haben, das ist eklig oder so. Quasi man lernt, wovor man sich ekeln soll. Wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung was, gelernt bekommen würde wahrscheinlich, wenn man sagen würde, Gummibärchen sind eklig. Quasi so, wie kann man das essen? So, wenn man das lang genug eingeredet bekommt als Kind, dann denkt man das anscheinend wirklich mal. Irgendwie so. Finde ich richtig krass. Ist irgendwie, glaube ich, bewiesen worden oder so. Weiß ich nicht. Aber angeblich soll das so sein. Könnte mich jetzt natürlich auch verbessern, aber ich glaube, soweit ich das mal gelesen habe oder gesehen, ich weiß gar nicht, gesehen, glaube ich, hier. Ich lese nicht viel. Soll das wirklich so sein? Ist eigentlich recht erstaunlich, finde ich. Ich bräuchte jetzt Steine, ne? Damit ich hier mal... Damit ich endlich... mein Feuer machen kann. War das nicht hier in der Nähe immer, wo wir eh keine Steine gefunden haben? Das war ja hier ganz in der Nähe, glaube ich. Ich brauche noch 2 Steine. Da unten war, da haben wir uns angesiedelt gehabt, jetzt so ein bisschen. Da hatten wir immer so ein kleines Lagerlein. Hat das sich hier ein bisschen verändert? Boah, das sieht so schön hier aus. Und ich weiß, die sind hier auch die ganze Zeit vorbeigelaufen. Das war richtig nervig immer. Das war nur ein doofer Kiesel. Aber hier hat man auch immer die ganze Zeit das Problem, dass wir keine Steine gefunden haben. Das war hier auch richtig nervig. Haben die Steine einfach seltener gemacht, oder? Ich meine, eigentlich liegen ja überall Spinnen rum. Und drunter. Nee. Ach krass, ich hab schon 5 von 5. Ich weiß nicht, haben die seltener gemacht? Ich würde ganz gerne hier ein Ding fällen. Damit ich die dann schon ein bisschen... Damit ich hier oben unten auch schon was gefällt habe. Das dann einfach hochtragen kann. Wahrscheinlich ist es eigentlich total idiotisch hier direkt am Hügel. Aber auch deswegen nehme ich das eigentlich gleich mit. Diese Logik, wo der wieder hinfliegt. Ah, das ist eigentlich ganz in der Nähe. Vielleicht erwischen wir die einen Baumstämme nochmal. Das wäre natürlich cool. Da müssen wir aber uns jetzt schnell beeilen. Wo war das jetzt? Wo waren die Baumstämme? Wo sind sie? Sind die, meint ihr, die sind schon hier unten? Da haben sie sich angestaut. Cool. Wow, das war ein Vogel. Das sah gerade aus, so wie eine Ureinwohnerin, die gerade runtergesprungen ist. Irgendwie so ein bisschen. Ich glaube, das war so ein Absturzmanöver. Von dem Vogel. Von so, wow. Sturzflug. Los, Tau Boga. Oder so.
Vielleicht hat es zu viel Po vielleicht hat es ein bisschen Pokémon geguckt und ist zu einem Tauboga mutiert. Was irgendwie lustig wäre. Ein Tier guckt Pokémon, wird dann zu Pokémon. Also irgendwie fehlt da die Logik, ne, Leute? Oh, ist das schön warm hier im Feuer. Ja, kannst du da mal. Mich friert jetzt irgendwie, weil ich das Feuer sehe. Ich weiß auch nicht wieso. Ich habe gerade Gänsehaut. Wollt ihr sehen? Nee. Wo ist denn hier ein Baum? Wo ist ein Baum? Ich sehe keinen. Wo könnte nur ein Baum sein? Wo? Wo? Hinter dir. Vor dir. Rechts. Links. Oben. Ne, oben war gelogen, aber egal. Unten auch. Hast du den gerade überhaupt um. Na, ich frag nicht. Manchmal darf man gar nicht fragen bei so bestimmten Sachen. Warte mal. So, wir kurz, kurz gestört. So. Dann nehmen wir mal Baum. Ach, der kommt mir eh schon entgegengerollt. Dann nehme ich ihn natürlich mit Freuden an. Ich hätte natürlich vorher eigentlich meine Tür absperren müssen. Allerdings geht es dann wieder los, dass alle. Bist du da? Das ist dann auch immer sehr toll, wenn sie dann 10.000 Mal an die Tür klopfen und es nicht checken. Dass ich gerade keine Zeit habe, wenn ich zugesperrt habe. Kennt ihr das? Bin mir sicher, einige kennen das. Meine Schwester hat es bis heute noch nicht gecheckt. Die klopft dann erstmal 10.000 Stunden an. Und gibt erst Ruhe, wenn sie das hat, was sie will. Und dann ist sie beleidigt, wenn man dann sagt, nee, ich habe jetzt keine Zeit. Das ist das Coolste dran. Baum fällt. Oh, der. Nein, nein, nein. Du rollst mich hier nicht weg. So, einen Garten werden wir natürlich hier auch noch hinbauen. Also halt diese Gärten, dass man so Sachen anpflanzt. Allerdings weiß ich noch gar nicht, wohin. Sind hier eigentlich erstaunlich wenig Ureinwohner, muss ich sagen. Dafür, dass hier ein heiliger Baum doch eigentlich ist, wundert es mich, dass die hier nicht sind. Nebenbei immer kurz essen. Dieser Baum sieht schon krass aus. Aber ich verstehe nicht, wie man so einen Baum dann verehren kann. Nur weil er so groß ist, oder? Fällt. Nein, Mann. Ich dachte, der fällt jetzt gleich um. Baum. Fällt. Ich wusste es. Nein, falsche Richtung. So. Ich fand es auch lustig, als mein Mikrofon angekommen ist und mein Opa das im Empfang genommen hat, anscheinend. Dann steht da irgendwie so drauf, Mikrofonständer oder so. Falls ihr denkt, und dann hat er erst mal rumgefragt, wer ein Mikrofon, seit wann wenn wir ein Mikrofon haben. So, irgendwie so. Und ich war dann noch nicht daheim. Da war ich noch bei meinem Dad. Natürlich mit dem besten Internet der Welt. Ach, Hotspot vom Handy, der dann einfach nur 2 Stunden reicht. Quasi, dann kann ich 2 Stunden online irgendwas machen und dann habe ich so richtig lahmes Internet und kann gar nichts mehr machen irgendwie. Das bringt es einfach nicht. Aber nein, er kauft sich ja kein Internet. Nee, ich weiß auch nicht, wieso nicht. Ich hab's jetzt eigentlich geschafft, dass ich nur noch alle 4 Wochen hin muss.
Alter, es ist so heiß hier drin bei mir gerade aus irgendeinem Grund. Ich sollte mal lüften später. Allerdings will ich das natürlich jetzt erst fertig bauen. Und ja, jetzt muss ich nur alle 4 Wochen zu ihm dann. Ist auf jeden Fall besser als alle 3 Wochen. Weil immerhin eine Woche später ist schon mal ein bisschen besser, ne? Dann hab ich zumindest eine Woche mehr Internet. So, ja, mehrere natürlich, ja, eigentlich. Alter, es ist so heiß hier drin. Ich weiß nicht, was los ist. Vor allem mein PC, der gibt ja auch gerade ziemlich warme Luft aus. Das ist natürlich noch besser dran. Ich glaube, ich brauche im Winter gar keine Heizung. Ich muss einfach nur den PC die ganze Zeit laufen lassen. Oder dauerhaft aufnehmen, dann wird mir bestimmt nicht kalt. Aber man weiß jetzt eigentlich schon immer, wenn Ureinwohner in der Nähe sind, da die ja einfach gleich jetzt immer ankommen mit ihrem seltsamen neuen Soundsystem da. Die haben jetzt immer so ein Radio dabei. Und da haben sie da jetzt special Kampfmusik drin. Man hört die Kampfmusik einfach schon, bevor dieses Bling-Bling da war. Das würde ich vielleicht jetzt nicht unbedingt machen. Ich würde erst warten, bis man dieses Bling-Bling hatte. Bling-Bling. Voll von Gronkh, ne? Dieses. Aber es macht ja auch Bling-Bling. Irgendwie. Hat er schon recht. Dieses. Ich könnte natürlich auch sagen Ding-Dong, aber das wäre halt auch nichts. Das ist irgendwie nicht so. Es ist eigentlich Bling-Bling, ja. Bis es halt da ist und dann würde ich erst diese Musik machen. Feder. Hab's ja nicht bekommen. Nein. Ich habe jetzt auch ein neues Let's Play, schon seit ein paar Tagen, werdet ihr das sicher gemerkt haben. Wahrscheinlich, wenn ihr diese Folge seht, dann, keine Ahnung, bei welcher Folge wir dann sind, bei Ringcraft, das ist ein MMORPG, vielleicht interessiert euch das. Könnt ihr mal bei der ersten Folge vorbeigucken, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Finde ich eigentlich ganz nice, das LP. Also halt, beziehungsweise diesen Minecraft-Spielmodi einfach. Nur weiß ich halt nicht, wie ich es später mache, weil später hat man halt dann so keine Quests mehr. Und beziehungsweise schon, aber halt erst, wenn man ein sehr hohes Level hat. Und da weiß ich noch nicht so weit. Ach ja, stimmt, wir müssen ja eigentlich durch die Nacht arbeiten. Außer wir bauen hier noch ein Temporary Shelter hin. Könnte ich natürlich hier machen. Hier so noch ein Temporary Shelter hin. Das wäre eigentlich gar nicht so doof, oder? Dann können wir drinnen schlafen und hier draußen. Ihr wollt nicht wissen, wie ich gerade meine E-Taste vergewaltigt habe. Die tut mir gerade richtig leid. Aber ansonsten ist es immer so lahm, so dup, 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 dup. Muss ich natürlich noch schnell ganz, ganz viele Stöcke finden. Genau genommen eigentlich eh nur noch einen. Der ist hier. Und dann kann ich hier auch schlafen. Dieser Baum leuchtet aus irgendeinem Grund, oder? So ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht, wann die Ureinwohner hierher kommen und beten wollen. Alter, dieser Schatten, ne, das ist so creepy einfach nur. Seht ihr diesen Schatten da vorne? Ich erschrecke mich jedes Mal. Ich finde das einfach nur creepy. Das sieht so unnormal aus einfach. Dass da unten nichts ist, das erschreckt mich langsam schon. Ich kann damit nicht umgehen. Das ist einfach nur unnormal. Da liegt ein Baumstamm, oder? Was hat der gerade gegessen? Der hat da Bären drin. Sag bloß, das sind Bären im Ding da, Teich. Würde eher sagen, das ist Teich in den Bären. Das wäre auch irgendwie. Lol. Lollig. Gibt's das Wort überhaupt? Lollig. Ja gut. Benutzen wird's jetzt nicht jemand. Jeder. Aber lol gibt's schon natürlich.
Oh, das war eine 20-Minuten-Folge. Die ist jetzt vorbei. Wenn ich diesen Baum dann... Ich will jetzt nicht beenden so schnell. Damit ich diesen ganzen Baumzeug hier noch bekomme. Okay, bis nächstes Mal. Ciao.